Hi Leute, willkommen zu einem neuen Leben in Ungarn Video. Ja, wie man sehen kann im Hintergrund, schneit gerade und ja, Schnee ist ja nicht unbedingt mein Fall, da kann man so wenig machen, renovieren am Haus und so weiter, denn ja, da gefriert alles, da wird alles hin und das ist nicht gerade ein Vorteil, wenn man Haus renovieren möchte. Aber ja, beim Haus bzw. beim Heizen und Isolieren des Hauses hat der Schnee aber einen Vorteil, denn man kann beim Schnee sehr gut Kältebrücken feststellen. Also zum Beispiel, wenn man den Dachboden ausgebaut hat, dann kann man ja, am Dach bzw. am Schnee auf dem Dach kann man sehr gut erkennen, wo es eine Kältebrücke gibt bzw. wo man Wärme verliert, denn dort schmilzt der Schnee. Also wenn es so wie jetzt überall Schnee liegt, dann kann man eben sehr gut beim Dach feststellen, wo Wärme entweicht. Und ja, ich zeige euch mal unser Haus hier. Diese Seite oben, da schmilzt nirgends der Schnee, also ist kein Wärmeverlust vorhanden. Wir haben aber zwar auch nicht den Dachboden ausgebaut. Daher kann man das so jetzt schlecht beurteilen, aber es ist ein guter Indikator, wenn man eben beim Haus ein Dach ausgebaut hat oder wenn man zum Beispiel ein Haus kaufen möchte, wo der Dachboden ausgebaut ist und man schaut sich das Haus jetzt bei Schneefall an und im Haus wohnt noch wer oder es wird geheizt, dann kann man eben sehr gut solche Kältebrücken feststellen und damit kann man natürlich dann auch den Preis drücken, denn da kann man dann sagen, okay, das gehört nachisoliert oder so ähnlich und ja, kann man so den Preis mindern. Schauen wir uns jetzt noch die Frontseite an, ob es dort bei uns bei den Dachziegeln irgendwo ja, geschmolzene Schnee bzw. schneefreie Flächen gibt, denn dort wäre dann eine Kältebrücke. So, also auch hier nichts, wo etwas geschmolzen wäre. Schauen wir auch hier am hinteren Teil. Auch hier ist nichts geschmolzen, also kein Schnee, was geschmolzen wäre. Somit ist keine Kältebrücke vorhanden, also bei uns am Dach entweicht keine Wärme, das den Schnee schmelzen lassen würde. Und ja, das ist schon mal ein Vorteil. Aber wie gesagt, wir haben den Dachboden auch nicht ausgebaut. Aber wir haben in die Decke haben wir zum Dachboden, also den Boden vom Dachboden, haben wir innen mit Dämmwolle ausgekleidet und das isoliert. Das hält die Wärme unten im Haus, also lässt es nicht nach oben entweichen. Wir wollen noch eine Schicht Styropor legen, damit das noch besser isoliert ist. Und dann, ja, dann entweicht überhaupt oder fast überhaupt keine Wärme mehr nach oben. Und ja, nächstes Jahr bzw. im Frühjahr muss ich dann die Fassade weiter verputzen mit Thermoputz und dann ist auch keine Kältebrücke mehr auf die Seite, also über die Außenwände, Außenmauern. Und ja, auf solche Kleinigkeiten kann man achten. Gerade beim Hauskauf ist das ein Argument, um den Preis zu drücken. Und ja, solche Sachen kann man sehr gut beobachten. Zum Beispiel, wenn man mal so bei Schneefall herumfährt, einfach mal schauen, wo bei welchem Haus geheizt wird. Und da kann man dann schauen, ja, ob da irgendwo ja, auf den Dachziegeln der Schnee geschmolzen ist. Dort verliert dann das Haus Wärme. Und
Ja, das kann bei großen Flächen ziemlich teuer werden. Man heizt eigentlich dann umsonst und solche Sachen sollte man vermeiden. Gerade ja, beim eigenen Haus sollte man da aufpassen. Da kann man dann einiges sparen. So, ich hoffe, die kleine Info hat euch gefallen. Wieder ein paar Tipps zum Thema Haus. Diesmal Thema Heizen. Und Heizkosten sparen bzw. Kältebrücken bei Schneefall entdecken. Und ja, wir sehen uns im nächsten Leben in Ungarn Video.